Herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Wind Waker. Folgendes, wir haben eine Flasche gerade noch erhalten. Wir haben ja, Mediala. Ich habe auch gar keine Ahnung, was das für... Mediala? Ach, ich weiß es nicht. Oh Gott, ich bin total irritiert. Wie sie hieß, sie haben mir ja nach oben geholfen. Die hat uns dafür eine Flasche gegeben. Wir können uns jetzt ein bisschen Wasser mitnehmen. Versuchen wir auf irgendwas Verdorrtes zu träufeln. Daran habe ich mich auch gerade schon gedacht. Also, ich bin jetzt hier gerade auch ein bisschen auf dem Aufnehmen von ein paar Sachen hintereinander. Da waren ja irgendwo ein paar Sachen gewesen. Ein paar verdörrte Blümelein. Genau hier. Mal gucken, ob die uns damit helfen. Einen Versuch haben wir bekommen, super. Fliegen die hin? Das habe ich gar nicht gesehen. Ist sie vielleicht ins Wasser gefallen und explodiert? Auf jeden Fall gefällt mir die Sicht gerade sehr gut. Ah, daneben. Mal noch ein bisschen warten am besten. Ich rede hier von ein bisschen warten und schmeiße sie dann nochmal gleich über den Zaun. Ja. Yay! Ah, ging doch. Jetzt müsste sich der Teich wieder füllen. Und ich komme sogar drüber dran. Okay. Ja, ist ja gut. Es reicht doch an Wasser. Jetzt habe ich Angst, dass da irgendwas drin rumschwimmt. Okay. Das läuft doch hier. Mann, gib mir den Rubin. Ach ja, die kenne ich auch noch. Man muss irgendwie die Dinger da reinwerfen. Ich bin richtig schlecht darin, wa? Okay, 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 okay. Ich schaff das schon, ich schaff das schon. Noch näher ran. Ah. Ich will euch hier nicht direkt übers Wasser laufen. Na bitte. Ich wohl mit dem Ding rüberspringen. Na, zu weit. Okay, okay, ich schaff das noch. Ein paar Schrittchen zurückgehen. Oder auf die andere Seite. Ein bisschen zur Seite, meine ich. Ja, und dann noch zielen können. Ach, ich bin so in Hektik, weil ich Angst habe, dass ich explodiere. Ach, nun doch. Okay. Ich habe ja leider keine Flügel. Sanctuarium. Die sehen sehr böse aus. Fast schon wie Gegner. Tatsächlich sind es... Ah, hier ist Greifen. Sachen zum Herumziehen. Wer hätte das vermutet? Da ist auch schon das Loch. Das ist doch jetzt aber kein richtiger Dungeon, oder? Doch.
Gehen wir mal da unten hin. Da sind ein paar Freunde. Oh, nein. Der andere hat mich von hinten angegriffen. Habe ich eine Fackel. Schätze mal, wir öffnen da für... ja, wirf einfach weg, ist cool. Das ist dieser unheimliche Pott. Ja, wir sind echt damit hochgekommen. Oh nein, das ist Feuer ausgegangen. Gut. Ach nein, wir müssen ja nach da oben springen. Ach, ich bin ein Trottel manchmal. Ein Feuerchen. Zwei Feuerchen. Okay, jetzt brauchen wir die, glaube ich, erstmal nicht. Da müsste jetzt ein Schlüsselchen drin sein. Kleiner Schlüssel, yay! Was mit diesem Kochtopf hier? Und da ist noch ein Riss. Kann man da etwa noch was reinhauen? Etwas, was explodiert? Okay, gibt es keine Blümchen. Soweit ich das hier sehen kann. Oh, war da etwa Wasser in den Töpfen drinne? Tatsächlich. Das finde ich interessant. Was Wasser irgendwie rausnehmen, hat er nichts vermocht. Na gut. Weiter, weiter. Es ist sehr warm hier drinnen. Braucht bestimmt mal noch irgendwann Wasser. Na gut, hören wir auf, gegen komische Sachen zu kämpfen. Uiuiui. Eine Flammensäule, klar. Überreste von irgendwelchen Menschen. Sicher. Okay, hier war eine zu verschlossene Tür. Und hier ging es scheinbar rein. Ja. Ist cool. Können wir jetzt bestimmt hier hoch? Nicht? Doch, bestimmt. Hier war schon eine Feuersäule. Wo ist die denn? Oh Gott, ich habe mich gerade dazu entschieden, nochmal schnell zu springen und dann passiert sowas. Nein, 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 nein. Na komm. Ha, die hat Angst. Oder kommt sie nochmal wieder? Okay, gut. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Na, etwas zu weit weg? Nein. Perfekt. Okay. Dass sowas noch kommt. Ah! Ist ja gleich mal in die Decke gegangen. Habe ich mir meinen wunderschönen Popo verbrannt. Die kleinen Töpfe bringen ja bestimmt nichts.
Da haben wir schon ein paar mehr Platten. Ich hoffe, die gehen auch nicht irgendwie schnell kaputt oder so. Weil ich lasse mir jetzt gerade ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr zu bauen. Doch, tatsächlich, die werden heiß und... Ah, und er springt drüber. Super. Ich würde sagen, wir bewegen uns erstmal Richtung Truhe. Geradezu rüber. Jetzt nehmen wir mal noch mit. Ach, hat schon gereicht. Na gut. Dann lassen wir bitte noch eine Karte oder einen Schlüssel drin sein. Okay, die Karte. Super. Ja, ich kenne das schon. Grüne Räume, da war ich schon. Okay. Ein Wassertopf sollte ja eigentlich reichen. Wenn ich den überhaupt brauche. Ja, hat ja gereicht. Was war das denn? Gut. Wir haben ihn nochmal überlebt. Gibt es auch gleich mehrere Wege. Warum komme ich hier nicht durch? Au! Na komm schon. Da schon eigentlich mein Lieben wiederbekommen? Mein Lebchen? Warum kann man das nicht so zerstören, wie ich mir das gerade so gedachte? Ach nee, wir sollten vielleicht mal auf die Karte gucken. Der Weg scheint wieder zurückzuführen. Aber wie kann ich ihn gehen? Von der Seite scheint es richtig aussichtslos zu sein, aber er ist doch mit seinem Schwert durchgekommen. Gut. Hat ziemlich fett Damage, das Ding. Was haben wir hier gerade? Ein rotes Schleimgelee. Es wird in der Beutetasche aufbewahrt. Viele wertvolle Bestandteile, die wahre Wunder gegen Erschöpfung wirken. Alles muss noch weiterverarbeitet werden, ja? Au! Oh nein! Weg mit dir! Ah, war es das wirklich wert gerade? Ich hoffe doch. Den Dreck direkt mal weggeworfen. Einen kleinen Schlüssel bekommen. Ah, schnell weg hier. Auf die habe ich jetzt keine Lust, die Leute. Ach je, wie sollen wir denn das anstellen? Vielleicht einen Topf auf die Dinger werfen? Danke für das Herz. Oh, Steine könnten vielleicht mehr Wunder bewirken. Oh yeah. Ich mag es, wenn mein Plan funktioniert. Das ist wieder die Ausgangsposition. Super. Einmal rum. Dann können wir direkt durch hier. Hm.
Uah, ich hieß schon wieder. Schnell weg mit dir. Da kommen gleich noch zwei. Der hat mich noch erwischt. Da komme ich aber durch. Uah, der auch. Oh, ja, so eine Schmetterlingskette. Da kann man irgendwie noch nicht durch, okay. Hier brauche ich wieder so ein großes Schwert, aber der hatte doch jetzt nur so einen Holzschlägel. Na gut, versuchen wir es mal. Nein, damit kommt man da nicht weit. Oh, vielleicht wenn man es anzündet. Oh yeah. Ich bin so ein Brutaler. Dabei wollte ich erstmal noch gucken, was es in der anderen Richtung gab. Ach. Da ging es doch auch noch irgendwie lang. Aber ich glaube, dafür brauche ich ein anderes Item. Vielleicht eine Peitsche oder sowas. Jetzt habe ich das vorher auch direkt vor meinen Weg gelegt. Draußen. Zum Glück. Was ist das für ein ekliges Geräusch? Bist du das? Gut, dem sind wir los. Was ist das bei der Drache? Mein Gott, wo kam denn da gerade Feuer her? Vögelchen. Jetzt aber schnell hier. Ah, wenn das nicht mehr so spannend machen würde. Ich glaube, hier waren jetzt aber, soweit ich weiß, keine Bomben. Gegen dieses Loch. Ich will hier mal weiterkommen. Man hört hier dieses komische Geräusch. Ach nö, zu weit weggerutscht. Jetzt muss ich wieder das mit dem Timing hinkriegen. Bitte. Wer sagt's denn? Ja. Gut. Und hier geht's weiter im nächsten Part. Also lasst mal noch irgendwie ein paar Kommentare da, weil ich weiß überhaupt nicht, wie das bei euch ankommt. Und somit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.